Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge von Palworld. Ja, ich habe mal eben offscreen nochmal das Tierinventar geändert, wollte ich gerade sagen. So, wir haben jetzt den Vogel. Höher, Steuerung tiefer. Das wollte ich jetzt mal eben testen. Der verbraucht Ausdauer beim Fliegen, oder? Also wenn er nahe dem Boden fliegt, dann braucht er auf alle Fälle weniger Ausdauer. Das ist ein Ei. Okay, die Ausdauer ist natürlich ein sehr limitierender Faktor. Da muss ich dann doch sagen, dass es einfacher ist, im Wassertier zu reisen. Diese ganzen Eier, ne? Okay, wenn die Ausdauer auf Null geht, landet er einfach, okay. Zerfurchtes Ei. Was passiert, wenn er Wasser berührt? Also wir testen mal, ne? Leute, wir testen. Neue Folge, neues Glück. Also er regeneriert auch über dem Wasser. Wir können nur nicht so hoch fliegen dann. Nur was ist schneller? Ist das Fliegen schneller? Heißes Ei. Ist das Fliegen schneller oder ist unser Surfen schneller? Nightwing? Nightwing oder Surfen? Das ist natürlich der Ausblick, ist natürlich der Vorteil, dass wir alles sehen können von hier oben. Und da wir jetzt Level 17 sind, wir können ja auch schon mal so ein bisschen verschiedene Gebiete uns angucken. Also ich weiß noch nicht genau, was schneller ist. Ja, wollen wir noch in der Mitte zu dem Skelett? Das ist die große Frage. Ansonsten, wieso ist hier ein Kreis in der Mitte aufgetaucht? So ganz mittig. Wieso ist hier angeblich ein Kreis eröffnet worden? Das Problem ist, schnell fliegen braucht zusätzlich Ausdauer. Gut, aber okay, wenn wir dann einfach über dem Wasser, so wie jetzt, hopp, regenerieren, kann uns das ja egal sein. Dann machen wir das doch einfach mal so. So, wir machen eine kleine Reise, würde ich mal sagen. Wir haben jetzt schon drei Eier gefunden. Das macht uns natürlich gewichtstechnisch schwerer. Komm, die Steine werfen wir weg. Die bringen uns ja auch nichts. Bringen uns nur Gewicht, was wir im Moment gar nicht brauchen. So, jetzt haben wir hier, so als ob wir da mittendrin irgendwie was gehabt hätten. So, diese Insel, das ist also ein besonderer Ort. Das haben wir jetzt schon mal rausgefunden. Wer weiß, was es hier noch so für Naturschutzinseln und so gibt, wo es noch wieder geheime Sachen gibt. Jetzt, wo man weiß, dass es nicht nur diese 111 gibt, sondern sogar noch mehr, macht das Ganze jetzt noch interessanter. Ich bin jetzt noch neugieriger, was es noch so alles gibt. Wirbelsturm. Okay.
Und die Luftkanone. Die Luftkanone kennen wir ja auch schon von anderen Tieren. Okay, wir fliegen jetzt einfach da wirklich geradeaus rüber. Ist jetzt egal. Wir machen jetzt einfach mal den Ozean durch hier. Naja, so, also. Wir werden mal da hinten jetzt erkunden. Mal sehen, was es da gibt. Ich sehe schon, dieses rot leuchtende könnte ein Teleporter sein. Das könnte ein Teleporter sein, was sogar ganz gut ist. Können wir nämlich von da aus auch jederzeit wieder zurück. Und dann kann unsere große Erkundungsreise weitergehen. Unser Eigtier geht wieder der Arbeit nicht nach. Aber ist ja auch egal. So. Ist tatsächlich dieser andere Inselbereich hier. Hallo. Hallo. Ja. Ist jemand? Hi. Hallo. Guten Tag. Oh, ungewöhnlich, dass sich mal eine Seele hier verirrt. Hier gibt's nichts zu holen. Die Wilderer haben alles mitgenommen. Wenn du weißt, wie man Pals fertigt, fangen dir Pals die gute Bodyguards abgeben. Auf dieser Insel gilt das Gesetz der Stärkeren. Ich hab satt, ich bin nur noch müde. Hier, ich gebe dir etwas von meinen Sachen ab. Ich selbst kann damit kaum noch was anfangen. Auch nochmal Palladiumbruchstück, 5 Stück, warum auch nicht? Dafür ist das jetzt natürlich praktisch. Das hätten wir sonst natürlich nicht machen können. So, es wird Abend. Da hinten ist wieder so ein Grüner. Den holen wir uns dann noch mal eben, wenn wir schon mal hier sind. Und nebenbei sammeln wir natürlich noch die Palsphären ein, die hier einem geschenkt werden, die hier überall rumliegen. Und noch eine. So, ich weiß nicht, ob wir auf dieser Insel überhaupt noch großartig irgendwas zu sehen bekommen. Die laufen einfach nur, die sind auch alle Level 5 und Level 2. Also, das ist halt auch so wie die Anfangsinsel, ne? Hier ist gar nichts Besonderes eigentlich. Also Wilderer, die sind Level 3, Level 4. Da. Da wird es doch schon wieder mal interessant. Welcher Boss ist es denn? Lunaris. Lunaris Level 32. Leider, leider, leider sind wir wesentlich unterlevelt. Weil Lunaris hört sich alleine schon sehr cool an. Und ich glaube nicht, dass wir jetzt im Paldex Lunaris haben, nur weil wir seinen Standort gefunden haben. Weil dazu müssten wir erstmal in den Dungeon rein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nein. Ach ja, wir haben den Maulwurf auch noch neu. Den haben wir uns gar nicht angeguckt. Was kann der Maulwurf? Ah, Bergbau, Handwerk, Transport. Eigentlich so ein bisschen das, was man auch erwarten würde. Oh, ein Lager.
Da ist wieder so eine Katze drin oder so eine Eiskatze. Wollen wir uns die holen? Aber wenn hier schon sonst nichts ist, würde ich sagen. War hier noch einer? Brauche ich überhaupt noch irgendwas machen? Also wenn der einmal trifft, ist Achterbahn für die, ne? Der kommt nur nicht an die ran. Okay. hat sich wohl erledigt. Wo sind hier noch Gegner? Nirgendwo, wie es aussieht. Befreien wir doch mal diesen... Ja, Eispal. Swie, den haben wir ja schon mal ausgebrütet, weil wir so ein Eisei gefunden haben. Das tut mir ja schon fast leid. Aber du gibst Erfahrung. 15, naja, 15 Erfahrung, immerhin. Aber wir brauchen Level 25, um auf dem Goldenen reiten zu dürfen. Ne, das ist schon... Ah, das wäre schon ein Reittier, das hat was. Wieso hat er den überhaupt angegriffen gerade? Also unser jetzt. Befohlen haben wir das ja gerade gar nicht. Wie sieht's gewichtstechnisch aus? Alles easy. Da unten sind nur die Elefanten. Da geht's jetzt rüber. Moment mal. Hä? Ah, das geht. Ja, logisch. Es geht auf die Insel rüber. Wo wir jetzt auch mal rüber gehen könnten. Wir können noch nach links. Dahin. Da oben ist ein Turm. Da ist auch ein Gebiet, wo wir noch nicht waren. Und da wird es natürlich auch heftiger. Hier sind ein paar Kativas, hier ist mal wieder ein Mammorest. Oh, hier ist eine Kiste. Mit Freuden, mit Freuden. Eine Megapalsphäre, das hat so... Ah, diese Cremes, die legen sich so schlafen, das ist ja auch cool. Sind ja komplett eingerollt dann. Na klar, wir können die natürlich alle killen jetzt für Erfahrung oder so, aber die sind halt auch jetzt niedriges Level. Also wieder die Wölfe. Da hinten ist eine Art Lager oder so, oder wie? Wir gehen hier weiter. Unbekanntes Gebiet. Da hinten ist dieser Baum. Das ist definitiv 250 Meter oben im Radar. Ist auch wieder eine Teleportstation. Da hinten, ich sehe sie leuchten. Da ist so ein Bunny und immer noch Level 5, Level 3, Foxparks, okay. Alles noch nichts, wo ich jetzt sagen würde, krasses Gebiet oder so. Level 3, Level 4, nö. Aber dass wir hier irgendwie woanders sind. Da geht es jetzt in so einen Dschungel rüber. Wo wir definitiv noch nie waren in sowas in der Art. Könnte man jetzt natürlich sich vereinfachen, indem wir uns... mal kurz eine Mitfluggelegenheit organisieren. Und dann können wir natürlich auch gut hier erforschen.
So, ich gehe mal da stark davon aus, dass jetzt das Level sich automatisch Richtung Level 20 orientiert, oder? Level 13, okay, auf alle Fälle ist es gesteigert. Oh! Hier ist ein Lager, die haben wir natürlich auch. Oh, die haben Level 20, ja. Der hat halt Level 19. Oh Gott! Die Nossum-Party. Alle Level 18. Das ist halt Level 19, aber ist alleine. Ist Level 19, aber alleine. Mal kurz den zurückrufen. Nein! Ich habe ihn einen Schuss zu spät zurückgerufen. Hochwertiges Palöl. Gut, also erstmal, wir haben ganz schön was abgekriegt. Das muss man schon mal erwähnen. Das ist erwähnenswert. Ah, der braucht viel Futter. Die aber auch. Alles klar. Da habe ich eine Sekunde zu spät reagiert. Ich hätte einen Schuss früher, hätte ich das Ganze wegnehmen müssen, das Tier. Oder halt den Angriff befehlen müssen zu stoppen. Aber so schnell bin ich immer nicht mit der Auswahl. Oh, nee, ich wollte nicht absteigen. Ah, hier so Dschungelgebiet ist schon cool. Sieht halt doch ein bisschen tropischer aus. Okay, Level 12, Level 15. Ihr stört mich jetzt eher weniger. So. Habt ihr diese Truhe hier bewacht? Egal. Oh, das nehme ich gerne. Richtig schön. Wieder ein Übergang zum nächsten Dschungelgebiet. Die Lambalts sind schon mal alle Level 3. Oh, eine Höhle, ein Dungeon. Da muss natürlich geprüft werden, was das Spiel da einem zu sagt. Also erstmal absteigen. Boss ist Level 19. Dungeon ist noch 25 Minuten verfügbar. Also wir haben eben schon ordentlich was abgekriegt, ne? Das war schon der Level 19er eben. Sagte ich und geh rein. Ist, Nur mal kurz gucken. Level 13er Nox sind hier in der Höhle. Man kann auch einfach wieder rausgehen, also das ist jetzt nicht das Problem. Sind irgendwie mehr, habe ich auch das Gefühl. Warte mal, wir sind letztes Mal nach links gegangen, ne? Also hier war das und dann war da hinten, da war der Eingang zum. Also wenn die immer gleich aufgebaut sind, okay, ich dachte eigentlich, die sind random. Wir gehen mal da hinten hin. Die Geister sind auch immer wieder hier. Die waren letztes Mal auch schon da. Level 14, okay, ich dachte gerade. Nox.
Und man kriegt hier halt direkt Level 14er Nox, ne? Hat natürlich was, so ist es nicht. Aber wir gehen trotzdem wieder zurück, würde ich sagen. Kurz Ausdauer wieder auffüllen. Die große Überraschung wird jetzt eigentlich sein, wer hier auf uns wartet. Wenn ihr so viele Nox... Ne, das kann ja auch nicht sein. Bei dem anderen waren es diese Maulwürfe so ein bisschen und die Katzen. Oh Gott. Level 18. Dick Toys. Kann man noch irgendwelche anderen Viecher sehen? Ich glaube nicht. Unser Team hat sich erholt. Das ist an sich schon mal ein Vorteil. Naja, wenn wir nicht reingehen, werden wir es nicht rausfinden, würde ich sagen, ne? Er hat 1400 Life, also komm. Also der war, glaube ich, im Trailer genau mit diesem Drehangriff drin. Oh Gott. Wo bist du? Nutzen wir doch mal seine Special Ability hier. Okay, ich krieg gerade ein bisschen ordentlich Schaden. Lassen wir das mal eben Fox Paws ein bisschen erledigen. Okay, das Problem ist wirklich, ich mache so gut wie gar keinen Schaden. Foxforce macht ein bisschen, er hat immer noch 800. Also es ist machbar, ich darf mich bloß nicht zu oft treffen lassen. Also der Schaden ist gar nicht mal so hoch von der Drehung. Mann, ich bin gerade zu blöd, ich lasse mich immer von irgendwelchen Sachen treffen. Versuchen wir es mal damit. Der Baum dazwischen, das funktioniert so nicht. Okay, es hat sich meine Rüstung hatte sich wieder regeneriert. Okay, ein Schuss und die Rüstung ist weg, ey. Rede noch gerade von der Rüstung und dann ist wieder alles vorbei. Baum ist echt ein Vorteil. Okay, manchmal ist der Baum auch ein Nachteil. Okay, der macht halt nicht so viel Schaden in dem Sinne, also nicht gegen unsere Pals. Er macht halt nur Schaden gegen uns. Das dauert halt. Autsch. Schon wieder fast einen Großteil unserer Rüstung weggeballert gerade.
Okay, zurück. Zurück, 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 zurück. Dann müssen wir einen besseren Ball nehmen. Wir haben nur noch 5 Life, Alter. Also besser geht's ja schon gar nicht mehr. Ja. Antike Bauteile, 2 Stück. Das ist richtig gut. Das hochwertige Öl. Wir sind auf alle Fälle besser geworden. Wir können sowas hier schon durchrocken. Das gefällt mir. Rubin, Armbrustbauplan 2. Thermounterwäsche. Schütze im geringen Maße vor Kälte. Das ist irgendein Design. Nö. Ist einfach nur ein Item an sich, aber wir haben einen blauen Bauplan, seltenen. Armbrust selten. Das ist schön. Aber immer noch die 3 Eier. Wir haben jetzt halt 2 Baupläne hier rausgeholt. Ja, hier gab es ja nur die Nox. Gut, vielleicht gab es noch was anderes, so wie bei dem anderen die Maulwürfe, aber im Großen und Ganzen. Es ist kein Tier draufgegangen, wir selber sind nicht draufgegangen, es ist gut gelaufen. Ich dachte gerade, hier wäre schon wieder ein Dungeon, ey. Meter in die Richtung ist auch wieder ein Teleporter. Den würden wir auf alle Fälle nehmen, dann, wenn es soweit ist. Denke mal, ist die Frage, gehen wir dann nach Hause? Was ist das für ein Dungeon? Kann ich tatsächlich nicht sehen, wenn ich nicht absteige. Aber wollen wir noch einen Dungeon riskieren? Und riskieren, dabei drauf zu gehen? Nicht unbedingt, würde ich sagen. Wilderer, die den Serpent angreifen. Na, dann müsste da oben ja ein See sein. Ist die nicht nur am Wasser? Lol, die... Wie böse ist das denn? Der ist in dem Käfig in die Tüne. Jetzt ist aber eh schon zu spät, den kriege ich nicht mehr. Ah, da ist schon wieder so einer, aber nur Level 15. Das heißt aber, er ist machbarer wie der andere. Brüllt schon mal, hat uns gesehen. Hat uns gesehen, geht in Angriff über. Oh, nur 24%. Ich versuch's einfach, ich habe ja mehr als genug davon. Okay, komm, ich wechsle. Überredet. Den normalen ist das wahrscheinlich so unwahrscheinlich. Wir haben 50 verschiedene gefangen. Verschiedene Pals. Und da ist der Teleporter. Es ist mega schick hier oben, ne? Man hat hier so eine große Fläche. Wenn du das hier rundherum ein bisschen wegmachst, du hast hier einen richtig schönen Lagerspot. Aber... Hier ist jetzt nicht so der Punkt, wo man sagt, jetzt hier schon zweites Lager. Wir sind viel zu dicht an unserem anderen noch dran. Viel zu dicht. Und so überlegt, wie groß die Map noch ist. Ist das viel sinnvoller, noch woanders dann zu bauen. Wow. Wow, geht das tief runter. What the? Hm. Das sieht aus wie Gebäude. Oder eine antike Stadt. Wie auch immer. Das da hinten auch. Obwohl, das können auch einfach nur Felsen sein. Da hinten ist wieder so ein... Frage ist das... Das ist was anderes. Das ist wieder so ein Sperrgebiet, sage ich mal. Da hinten ist dieser Baum. Bei dem Baum gibt es bestimmt auch noch irgendwas, was sonst verboten ist.
Darauf gibt es auch wieder ganz neue Viecher garantiert. Aber auch höhere Level, da bin ich mir sicher. Nee, der Teleporter ist in die Richtung. Echt so weit weg. 250 Meter noch. 200. Kam jetzt nicht so weit vor. Das ist schon wieder ein Dinossum. Alles Dinossum? Ja, doch. Da ist er. Oh, das ist nur ein Baum. Da oben, den Weg können wir auch gehen. Habe ich den Glider? Ja, habe ich. Überall Karnickel und wieder ein Dungeon. Beziehungsweise nicht mal ein Dungeon, sondern ein Bossfight. Ah, das war. Nee, es ist nicht der. Relaxaurus Lux. Das ist einfach mal der, den wir eben gerade hatten als Elektro. Dungeon-Eingang. Sphäre des Donnerdrachen. Ja, Hier kann man auch schon was sehen. One Cherry Aqua. Das ist nochmal der in der Aqua-Version. So, jetzt ist die Frage, gehen wir hier noch ein bisschen weiter? Wieso ist jetzt hier schon wieder so ein Kreis aufgetaucht? Das checke ich immer nicht. Das ist doch noch irgendwie nicht ganz richtig. Irgendwie noch nicht ganz richtig. Ja, ich weiß, da ist der Teleporter. Wir gehen einmal quer rüber vielleicht noch. Hey, du sollst einfach nur die Munition aufheben. Und nicht extra abspringen. Naja, so, also, wir haben jetzt da die Dungeons frei schon mal gesehen. Können wir uns auch hinporten, das ist praktisch. Level 10, Level 12, okay, also die sind jetzt alle. Level 19er Boss. Bin ich schon wieder so leichtsinnig? Ja, natürlich bin ich das. Ah, es ist wieder so ein Katzen-Dungeon. Oh, der ist anders. Bei dem anderen war es immer links rum. Wird es jetzt bei dem natürlich nicht sein. Ist ja klar. Hallo. Ladet erstmal nach. Ja, macht mal. Ich häng fest. Ich häng hier fest. Mann. Jetzt reicht's, Leute. Ihr habt mir hier zu viel Stress gemacht. Das gibt jetzt Ärger. Wie gesagt, das gibt jetzt Ärger.
mir hier meine Reitgeschichte hier kaputt gemacht. Das akzeptiere ich nicht. Der Wolf hat leichten Schaden, also lassen wir ihn erstmal drin. Wir müssen noch aufpassen, dass wir genügend Essen am Start behalten. Die saufen gerade ab. Dann komm mal her. Die absaufen, lohnt sich das nicht, da lang zu gehen. Da hinten geht's weiter, oder? Das ist wieder so ein Maulwurf. Noch einer. Die rennen weg. Die rennen einfach weg. Ich weiß nicht, ob wir hier richtig sind. Ich glaube eher weniger. Wäre zu einfach eigentlich, wenn ich jetzt schon die richtige Richtung hätte. Nee, das sieht irgendwie noch falsch aus. Wenn es jetzt hier nicht plötzlich rechts abgeht oder so, dann bin ich hier falsch. Was ist das hier eigentlich? Tatsächlich Palladium, aber mehr als normal halt, ne? Also als großer Felsen. Kann er 450 tragen. Ja, mal ein bisschen Palladium mit, kann ja nicht schaden. Oh, eine goldene Truhe. Eine Mao Level 14 sogar. Aber wie zu erwarten war, sind wir hier natürlich falsch. Die sind instant respawned. Oh, das ist ja nervig, ey. Obwohl, waren hier überhaupt gerade welche? Waren das nur die Maulwürfe oder haben wir hier welche besiegt? Doch, wir haben die besiegt, ja. Okay, die respawnen also permanent, solange du da nicht bist. Oh, wir sind da. Warum ist es wieder die Schildkröte, ey? Warum? Ja, wir müssen sie ja besiegen. Töte ich sie einfach? Mache ich sie komplett tot? Mache ich sie einfach komplett tot vielleicht? Pfeile. In den Boden verbuggt. So, 400 Life hat er gleich schon verloren. Er hat 400 verloren. Ein Serpent ist sehr gut. Macht gerade richtig guten Schaden. Gerade eine Attacke nach der anderen raus. Kriegt selber relativ wenig Schaden. Schleudert ihn immer eher weg. Bin echt am Überlegen, ob ich ihn überhaupt fangen will. Alter. Ich töte ihn. Das war ein gutes Level-Up.
Habe ich irgendwelche Items gerade noch bekommen? Da sind Items. Antikes Bauteil, dreimal. Fellrüstung Bauplan, technisches Handbuch, nice. Gute Runde, gute Runde. So, jetzt können wir wieder zur Base erstmal, würde ich sagen. Es wird eh Nacht, mal wieder. Oben rechts ist noch ein grünes Item, wie ich gerade sehe. Hier so ein Sammelobjekt. Aber das ist jetzt ja nicht unbedingt notwendig. Haben wir uns mal ein bisschen Licht. Oh, was bist du? Du bist Level 45. 45, das Game geht nur bis 50. Chiamontide, du bist doch bestimmt der Garados-Verschnitt aus dem Trailer. Einer der begehrtesten wahrscheinlich von den Wassertieren. Pistolenmunition liegt da einfach rum. Interessant. Wer hat da einen riesigen Felsen reingekloppt, wollte ich gerade sagen. Das ist auch noch da, ne? Ist das nicht genau da? Nee, ich guck hier rüber. In die Richtung gucke ich. Oder nicht? Da hinten ist ein Teleporter. Und der Baum. Der Baum ist also weiter in die Richtung. Es geht ja angeblich hier nach rechts. Ach so, weil da unten ist ein Weg. Ich sehe aber jetzt keinen Teleporter auf die Schnelle, außer den da hinten. Weit da hinten. Da steht irgendwas. Du bist irgendwas Nachtaktives, Geistiges. Hast du einen Totenschädel? What the fuck? Kommt nach einem Angriff. Zurückrufen. Oh Gott! Wow. Das kam unerwartet. Oh, jetzt habe ich die gute geworfen. Oh, war sogar richtig, wie es aussieht. Wow. Genoss einst die Freiheit im weiten Himmel, zog sich nach verlorenen Wette gegen das Gegner, aber zurück, was? Das hätte ich jetzt nicht erwartet, jetzt hier nochmal eben so einen neuen Geistervogel zu kriegen. Zog sich nach einer verlorenen Wette gegen Galeclaw aber zurück und fristet jetzt ein stilles Dasein im Dunkel der Nacht. Wer... Da, Galeclaw. Ah, okay. Okay. Ich muss fliegen, um hier wegzukommen. Um hier wegzukommen, muss ich fliegen. Rüstung beschädigt. Gar nicht mal so gut. Ja, ich bin gleich ganz unten, ich weiß. Aber hier unten ist ja auch nur Wasser. Aber wo? Wasser Surfens. Außer Surfens ist hier alles in Ordnung. Und ab nach unten. Oh, das ist gar nicht gut. Sofortiger Rückzug. Sofortiger. Ich wusste nicht, dass der hier ist, an dem Baum. Hier sind so Swies. Oh ne, ich habe schon wieder keine Ausdauer. Mann, Vogel. Du bist echt nicht gut.
Vogel aus dem Anfangsgebiet, ey. Also ich bin zu Fuß schneller als du. Na gut, vielleicht nicht unbedingt. Vielleicht mache ich das so, aber trotzdem. Shiny. Ich weiß noch nicht was. Oh Gott. Hier ist so viel Neues. Nein, das ist genau der, den ich gerade eben, wo ich gesagt habe, dass so viel Neues, genau den auch noch als Shiny. Ich bin sowas von am Arsch. Ich habe nur 8 von den guten Bällen. Ich habe nur noch 13 Pfeile und ich weiß, dass ich den haben will. Und ich weiß, dass ich eigentlich die Folge beenden müsste, aber... Der sitzt da einfach, oder? Der hat fast keinen Schaden genommen. Der hat so gut wie gar keinen Schaden genommen. Das war's. Das war's ja sowas von. Das war keine gute Idee. Ich habe mich gerade spontan extremst umentschieden. Runtergefallen, runtergefallen. Ja, als die Flucht kann ich hier nicht ergreifen, ey. Oh nein! Nein, 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 hör auf! Falsche Taste, weil das alles aneinander liegt, ey. Oh Gott. Hä? Sweet Paar. Aber mal eine große Katze davon. Wieso greifen die sich gegenseitig an? Wir sind einfach mal in der Wüste gelandet. Leute, ich muss die Folge jetzt sofort beenden. Die Temperatur geht extrem hoch. Rüstung beschädigt, extreme Hitze. Plünderer. Ich muss hier weg, ich muss hier weg. Alter, wir haben ein komplett neues Gebiet gefunden. Wie cool ist das denn? Wo ist oben mein... Ich sehe auf dem Kompass halt nicht eine Möglichkeit, mich hier wegzuteleportieren. Die Folge geht schon zu lange. Ich könnte auch einfach hier aufhören, aber nein, mache ich halt nicht. Ich gehe ja schon wieder durch irgendeinen Bambuswald. Genau. So, 230 Meter, 220, 210. Muss irgendwo auf der Map schon zu sehen sein. Das ist ein Level 23er Boss. Der anscheinend auch noch ziemlich cool ist. Rüstung ist beschädigt. Ja, meine Rüstung ist komplett zerstört. Die ganzen Kämpfe waren nicht gerade... Gewinnen bringt. Oh Gott. Wie cool sieht das hier schon wieder aus? Okay, es ist ein Dungeon so. Und da hinten kann ich dementsprechend eben den Teleport machen. Ich habe Notizen eines Schiffbrüchigen gesammelt. Von wo?
So, weit, weit hier oben im Norden. Kyvan, der wird interessant. Den möchte ich natürlich haben, so wie alles andere will ich auch haben. So, okay, alles klar. Dann würde ich mal sagen, reicht das aber auch für diese Folge. Haben jetzt einiges gesehen. Das war eine sehr große Reise heute mal. Also würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Also bis dann, Leute. Ciao.